perfekten zwei Stiften zu einem einfach frischen Look, ganz unaufgeregt. Und wie du cremige Texturen auch bei Schlupflied tragen kannst, das zeige ich dir jetzt. Hi, mein Name ist Ramona und ich freue mich total, dass du in meinem Video bist. Und ich muss dir gleich von meinem Erfolg erzählen. Ich und Glätteisen oder Haardinger überhaupt sind keine Freunde. Aber hey, guck mal, es hat echt funktioniert. Und ich habe noch Haare, bin nicht verbrannt, habe mich nicht verletzt. Kann schon nur noch gut werden. So, zuallererst muss da Augen-Make-up-Grundierung drauf, wenn du mit cremigen Texturen auf Schlubbilider arbeitest. Okay, ich hatte hier eben schon mal so einen ganz kleinen Müh drauf gemacht, aber das ist, das war einfach zu wenig. Also, ne? Und deswegen gebe ich noch ein klein bisschen mehr drauf. Lass das kurz einziehen. Erzähl dir, dass ich quasi mit dem Braunton hier ein bisschen gearbeitet habe und auch mit dem Rosa. Und ab Ü40 dürfen wir gerne auf dem Wangenknochen und dann nach oben raus arbeiten. Ü30 kannst du hier klassisch unterm Wangenknochen deine Kontur, dein Bronzer, was weiß ich, setzen. Aber ab Ü40 wollen wir hoch hinaus. Unter anderem habe ich übrigens auch diese zwei Farben auf den Lippen verwendet. Und da gibt es so ein kleines süßes Döschen. Da ist so ein Prime und Setting Puder drin. Das ist transparent und das kommt auch gleich noch zum Einsatz auf dem Lid, nachdem wir uns diesen wunderschönen Look mit diesen zwei Farben nachgeschminkt haben. Einfach ein bisschen was vom Pinsel abnehmen, Quatsch, vom Stift abnehmen, auf über die Lidfalte, Herrgott, einen Schatten setzen für Schlupfliedbesitzerinnen, gelle, das schön einblenden. Kannst auch wieder die Intensität selbst bestimmen, ist überhaupt kein Ding. Und dann geht es schon zu dem Rosa. Und ja, ich nehme dafür den gleichen Pinsel, weil es einfach schön ineinander zu blenden ist. Punkt. Das muss heute kein Kunstwerk werden. Ich will einfach nur ein bisschen frisch aussehen. Okay, und dann habe ich hier außen den Braunen gesetzt und innen den Rosa. Hab das ein bisschen vermischt und jetzt kommt noch die Mascara. Erst kommt natürlich noch das Prime und Setting Puder. Das ist super, super fein. Das heißt, das kannst du super, super dosiert, portioniert. Hier Lidfalte und da, wo es gerne cremig schnoddert, sage ich jetzt einfach mal ganz salopp, kannst du das dir auftragen und lässt es einen kleinen Augenblick anziehen. Dann machst du die Mascara drauf und dann bist du schon fertig. Die zwei Farben hier, die heißen übrigens Barley Bronzed und Barley Blushing und du findest die, wie alles, was du hier bei mir siehst, in meinem Shop ramonakieser.de. Habe ich mir doch volle Möhre ins Auge gestochen. So, ein bisschen Prime und Setting und fertig ist ein super dezenter Look. Ich hoffe, er gefällt dir. Folgt mir gern für mehr.